Es ist ein schönes Ereignis für mich und meine Kollegin, die Kunsthistorikerin Dr. Liane Burkhardt, die wir 2009 begonnen haben, uns Gedanken darüber zu machen, wie man private Künstlernachlässe ins Licht der Öffentlichkeit bringt. Es circa 100 Künstlernachlässe waren, die im Land Brandenburg untergebracht waren. Das, was wir von vornherein wollten, die Arbeiten zu erfassen und einen Weg zu finden, diese Arbeiten als ein Werkzeug für den Kunstbetrieb sozusagen öffentlich vorzustellen, öffentlich zu präsentieren. Das ist die Startseite dieser Datenbank. Was Sie hier sehen, ist, dass es inzwischen 31 Nachlass- bzw. Werkverzeichnisse von insgesamt 28 KünstlerInnen gibt. Sie sehen auf der rechten Seite die Filtermöglichkeiten, die sich auftun. Das heißt, Sie können sozusagen Werke suchen in bestimmten Jahrzehnten, nach bestimmten Personen suchen, die einzelnen Bestände sich angucken, Nachlass- und Werkverzeichnisse, den Begriff Objekttyp. Da sehen Sie dann Begriffe wie Gemälde mit 2108 Datensätzen bis hin zur Druckgrafik, wo es 41 Datensätze gibt, oder auch thematische, also thematisch orientierte Begriffe wie Landschaftsmalerei, Plenärmalerei und so weiter. Wir haben hier, wie gesagt, ein sehr akribisches Verzeichnis, also sowohl was die Angaben zu Personen betrifft, als auch die Angaben innerhalb der Werke. Sie sehen schon anhand der Menüs, dass es sich eben auch um die Einbeziehung von Ausstellungen und Publikationen handelt. Das simple Verzeichnis innerhalb der Angaben zur Person, die Einzelausstellungen und Gruppenausstellungen von Wilhelm Blanke an diesem Beispiel bis hin zu Auszeichnungen und dem Verzeichnis, in welchen öffentlichen Sammlungen ist Wilhelm Blanke aktuell vertreten. Wenn wir jetzt ein Werk öffnen, sehen Sie, dass hier handelt es sich offensichtlich um einen Maler. Das heißt also, es geht auch um die Signatur, um die Frage, gibt es erkennbar nicht nur Recto, also auf der Vorderansicht des Bildes, sondern auch Verso auf der Rückseite des Bildes, eventuell Signaturen, Stempel oder Aufkleber, die wiederum eine Geschichte erzählen. Und bei der Dokumentation interessiert uns eben der Aspekt, welchen Stellenwert hat dieses einzelne Werk jetzt im Verhältnis auch zu seinem Gesamtwerk. Dann sehen Sie unten zwei Begriffe, Kernbestand und Nachlassbestand. Der Kernbestand, das ist ein Begriff, den wir sehr ernst nehmen, wenn wir hier bei Wilhelm Blanke eine Gesamtzahl von 158 Werken haben, nochmal die Galerie des Kernbestands vorgestellt. Das sind 15 Werke und diese 15 Werke sollten stellvertretend für Bilder von bestimmten Perioden stehen, die aber sozusagen die Essenz bilden für das Gesamtwerk. Der Kernbestand wird definiert von sowohl den Erfassern als auch von Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern, die mit diesem Werk vertraut sind. Warum ist uns der Begriff so wichtig? Nicht, weil es ein toller Begriff ist, sondern weil wir der Meinung sind, dass perspektivisch diese Bewahrungssituationen, denen wir begegnet sind, nicht auf Dauer also vorhanden sein werden. Für uns ist zwar die Professionalität einer Künstlerin, eines Künstlers Maßstab, um überhaupt Aufnahme zu finden, weil es geht uns nicht darum, die erwähnten 100 in diese Datenbank zu bringen, sondern einfach zu wissen, was ist in diesen Nachlässen vorhanden, wie qualitätvoll ist dieses Werk. Und schon diese erste Stufe, auch da gibt es einen Fachbeirat
von Kunsthistorikern und Leuten aus dem Kunstbetrieb, die jedes Jahr sich treffen und die Vorschläge abwägen, wer wird sozusagen hier in diese Nachlassdatenbank aufgenommen. Und genauso ist es eben auch mit der Frage des Kernbestands, weil nur die Tatsache, dass wir diese Kernbestände ausweisen, sorgt überhaupt dafür, dass es Diskussionen dazu geben kann, weil wir von vornherein auch immer auf den Zusammenhang geachtet haben zwischen der notwendigen Digitalisierung dieser verborgenen Schätze und dem Zusammenhang zwischen Digitalisat und physischem Werk, dass die Beschäftigung in Form dieser Digitalisierung mit einem Nachlass dafür sorgt, dass dieser Bestand tatsächlich eine Qualifizierung erfährt.